Hallo Stadtgärtner, dies sind Sonnenblumen. Sonnenblumen sind nicht nur schöne Zierpflanzen, sondern auch wichtige Nutzpflanzen. Wenn sie später blühen, bilden sich noch Blütensamen, die, wie ihr alle kennt, als Sonnenblumenkerne gern vermarktet werden, gegessen werden, auch von Vögeln angeflogen werden. Wenn ihr die Vögel füttern wollt, müsst ihr aber darauf achten, dass ihr im Herbst die Sonnenblumen erntet, irgendwo trocknet und später im Winter auslegt. Die meisten Vögel haben kein gutes Vorratsdenken und fressen die im Herbst leer und haben im Winter dann trotzdem nichts zu fressen. Deswegen ist es ganz wichtig damit, ein bisschen Vorratshaltung zu betreiben. Und was sehr wichtig ist bei Sonnenblumen, sie wächst eigentlich sehr schön. Wenn man sie bei der ersten Blüte abschneidet, neigt sie zu verzweigen und kleinere Seitenblüten zu bilden, wodurch sich noch mehr Blüten und schöne Samen bilden lassen. Wenn man dadurch eine Hauptblüte lässt, hat man da entsprechend große Samen. Ihr müsst allerdings darauf achten, Sonnenblume bleibt nicht so klein wie diese Pflanze, sie wird normalerweise ziemlich groß. Das ist eher eine kleinbleibende Sorte, die auch recht eng gepflanzt ist. Großwachsende Sorten, wie hier hinten ist mal eine großwachsende Sorte, die kann locker mal 4 oder 6 Meter hoch werden. Normalerweise sind Sonnenblumen auch, wenn sie aussehen wie ein Stock mit ganz wenig Wurzeln, sehr stabil und bleiben auch bei stärkeren Winden stark stehen. Deswegen ist es immer ein sehr schöner Sichtpunkt und Hochpunkt im Garten. Und ich kann sie sehr empfehlen zu pflanzen. Essen solltet ihr sie nicht, die liegen sehr schwer im Magen. Es sei denn, ihr esst natürlich die Kerne und da immer dran denken, bitte vorher schälen. Euer Magen wird es euch danken. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit den Sonnenblumen und noch einen schönen Tag.